Hallo und willkommen zurück zu den Denkreisen. Wir widmen uns hier gerade einem größeren Projekt, den faszinierenden Begebenheiten rund um das revolutionäre Anabaptistenreich von Münster im 16. Jahrhundert. Falls du die vorangegangenen Episoden noch nicht gehört oder gesehen hast, wäre es besser, erst mal am Anfang anzufangen. Ich habe diese Folgen in eine eigene Playlist verpackt. Es wird geschätzt, dass die Wiedertäufer in jenen Jahren, als Jan van Leyden Münster besuchte, insgesamt über 12.000 Mitglieder verfügten. Doch dies war keine allzu homogene Gruppe, sondern mehr ein Dunstkreis aus einzelnen Predigern und Charismatikern. Die Welt, in der sie operierten, war auch keine einheitlich oder flächendeckend rigorose katholische Gesellschaft, in der sofort die Köpfe rollten, wenn jemand eine andere Ansicht vertreten hatte. Man darf sich den damaligen Katholizismus jetzt nicht wie die Wahhabiten in Saudi-Arabien vorstellen. Naja, die Anabaptisten waren ja auch keine Ungläubigen, auch wenn Karl V. sie ungefähr so gesehen hatte. Denn ihre Strategie basierte auf einer ausgeprägten Bibeltreue. Wann immer man ihnen vorhielt, Heretiker zu sein, hielten sie die Bibel hoch. Nein, nein, wir leben genau nach der Bibel, dem Wort des Herrn. Wonach lebt ihr eigentlich? Doch ein wenig mit dem radikalen Islam der Gegenwart kann man das schon vergleichen, denn heute benutzen radikale Moslems dieselben Mechanismen, um gemäßigte oder verwestlichte Moslems zu rügen, zu provozieren, auf ihre Seite zu ziehen oder zumindest einzuschüchtern. Und doch endeten Auseinandersetzungen nicht immer mit Geldbußen und kurzen Gefängnisaufenthalten. Es wird geschätzt, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 700 Anabaptisten in unterschiedlichen Städten hingerichtet worden waren. Ein offenes Forum der Ideen waren die deutschen Länder damals also auf keinen Fall. Es hing eben oft von der lokalen Situation ab. Wie sehr war der Stadtrat anfällig für diese Ideen? Wie stark oder wie schwach war der lokale Bischof? Wie stand die Bevölkerung dazu? Wie sehr waren die Handwerksgilden von den neuen Ideen angetan und welche sozialen oder finanziellen Verbesserungen motivierten sie hierbei? Das Problem mit den Anabaptisten in Münster war, dass sie sich sehr schnell auf reißerische Themen einließen und den Leuten ständig diese Weltuntergangsszenarios einbläuten. Sabine Baring-Gould beschreibt, wie die Anhänger von Rottmann und Knipperdolling zunehmend einer irrsinnigen Ideologie auf den Leim gingen. Gerade jene, die wenig hatten oder vom Neid auf die Reicheren zerfressen waren, hatten begonnen, sich auszumalen, welche Besitztümer und welche Reichtümer sie sich aneignen würden, wenn erstmal all die Unwilligen und Sündhaften vertrieben worden sind. Das ist ein Phänomen, das wir auch heute kennen. Es sind Fälle bekannt von den Zeugen Jehovas, wo das männliche Oberhaupt die ganze Familie sonntags zu einem Ausflug nimmt, an den Tegernsee vielleicht, und dort bereits auf irgendeine teure Villa zeigt mit den Worten: Hier werden wir dann wohnen, Kinder, wenn das Reich Gottes eingetreten ist. Dieser materielle Unterton ist symptomatisch für viele Sekten und den Leistungswillen ihrer Mitglieder. Auch die religiös Eifrigen wollen am Ende sichtbar und spürbar belohnt werden. Und das ist amüsant, weil es so hoffnungslos unchristlich ist. Bei seiner zweiten Ankunft in Münster, wohl am 5. Januar 1534, war Jan van Leyden kein unbedarfter Enthusiast mehr, der mit weit aufgerissenen Augen Bernd Rottmann lauschen wollte. In den 6 Monaten seit seinem ersten Besuch in der Stadt hatte er Jan Matthijs kennengelernt, ist von ihm getauft worden und in seinen engsten Kreis aufgestiegen. Diesmal betritt er die Stadt Münster als ein Apostel. Entsandt vom Meister persönlich. Er kommt wieder bei Knipperdolling unter. Der Tuchhändler lebt in einem angesehenen Bogenhaus am heutigen Prinzipalmarkt, Haus Nummer 41. Knipperdolling bietet dem Niederländer Unterkunft für alle weiteren holländischen Glaubensbrüder an, die noch nachkommen würden. Zu deutlich ist spürbar, dass Münster wie eine reife Frucht ist, die genommen werden muss, jetzt oder nie. Nachts hängt der Geist der Verschwörung in der Luft, doch tagsüber gilt es, Farbe zu zeigen. Hermann Rothart schreibt über Knipperdolling und Jan van Leyden: Die verwandten Seelen fanden sich schnell. Mit entblößten Häuptern und bleichen Gesichtern, die Augen gen Himmel gerichtet, durchliefen beide die Straßen und riefen: Better tu, better tu, bessert euch, tut Buße, der Tag des Herrn ist nahe. Auch andere, namentlich Weiber, erfasste die Verzückung. Sie sahen den Himmel offen mit der Herrlichkeit Gottes in den Wolken und riefen: Wehe, wehe über die Gottlosen. Ein 16-jähriges Mädchen hielt zahlreichen Volke eine verzückte Ansprache. Die eigentlichen Lutheraner in der Stadt belächelten den exzentrischen Enthusiasmus der Wiedertäufer. Die katholische Obrigkeit beäugte sie dagegen streng. In dieser erregten Stimmung zwischen Spott und Verfolgung fehlt den Anhängern nur eins, um zu einer offenen Konfrontation in den Straßen von Münster überzugehen.
ein Bedrohungsszenario, ein Gerücht. Und das lässt auf sich nicht lange warten. Ein Söldnerherr sei angeblich nach Münster unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Als Zündholz für das Ölfass muss es reichen. Am 9. Februar 1534 stürmen 500 bewaffnete Anabaptisten den Stadtmarkt und besetzen anschließend das Rathaus. Als die Katholischen und die Lutheraner davon hören, versammeln sie sich Seite an Seite auf dem Kirchhof der Liebfrauenkirche zu Überwasser. Auch sie sind bewaffnet. Die von den Täufern vertriebenen Ratsmitglieder schreiben hastig einen Brief an Bischof Waldeck in Osnabrück und bitten um Unterstützung. Der Bischof antwortet und stimmt zu. Der Bote kehrt nur Stunden später nach Münster zurück, wird dort aber vom Bürgermeister Thielbeck abgefangen, der den Antwortbrief an sich nimmt und ihn den wartenden Ratsherren vorenthält. Die Situation ist ja recht kompliziert. Wir müssen uns daran erinnern, dass zu diesem Zeitpunkt der Stadtrat und auch weite Teile des Mittelstandes lutheranisch oder evangelikal gesonnen waren. Sollte Bischof Waldeck mit einer bewaffneten Armee die Stadt betreten, würde er sicherlich die Täufer vertreiben und die Redelsführer verhaften, doch man rechnete ebenso damit, dass er die Stadt nicht freiwillig wieder verlassen würde. Die Katholiken waren hier schon lange auf dem Rückzug, dafür hatten früher Rottmann und Knipperdoling gesorgt, bevor sie sich zunehmend radikalisiert hatten und auch mit den konventionellen Lutheranern gebrochen hatten. Würde der Bischof erneut die Stadt mit Hilfe der Truppen kontrollieren, war es zu erwarten, dass er in einem Zug auch die Lutheraner in ihre Schranken wies. Es ist eine ironische Situation, denn die münsteranische Führungsschicht versteht das bestehende Problem mit Franz von Waldeck durchaus sehr gut. Natürlich wusste man, dass der katholische Bischof oft zugunsten der Protestanten das Wort ergriffen hatte, doch hier ging es unmittelbar um Macht und Geld. Und so wusste jeder, dass es riskant war, einen katholischen Würdenträger samt Söldnerheer in die eigene Stadt hineinzulassen. In dieser provisorischen Versammlung auf dem Kirchhof standen die Katholiken und die Evangelikalen in einer kurzen Interessensallianz gegenüber den Wiedertäufern, die sich offensichtlich diesen Tag ausgesucht hatten, um einen Coup d'État zu proben. Auch die Lutheraner hatten Boten entsendet. So eilte schon bald Dietrich von Merfeld und Drost von Wolbeck, zwei adelige Grundbesitzer, mit einer eigenen Truppe aus bewaffneten Bauern herbei, um gegen die Täufer zu kämpfen. Sie würden sich an den kommenden Ereignissen bis zum bitteren Ende beteiligen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ad-hoc-Allianz der Katholischen und der Evangelikalen in einer klaren Übermacht gegenüber den Täufern. Und doch zögert man, das Rathaus zu stürmen. Jeder weiß, dass ein Angriff nun in einem schrecklichen Blutbad enden würde. Ebenso schwer wiegt die Vermutung, dass Bischof Franz von Waldeck die Situation für sich nutzen wird, um die Stadt zu besetzen. Für den Bischof war das eine Sache des Geldes und damit auch eine Sache der Politik. Er mochte auf dem Papier der Bischof von Münster sein, doch solange er nicht wirklich Kontrolle über die Stadt hatte, musste er auf allerlei Profite und Boni verzichten. An diesem einen 9. Februar wird aber kein Bürgerkrieg stattfinden. Trotz ihrer Übermacht entschließen sich die Ratsmitglieder schließlich, mit den Täufern zu verhandeln. Dies ist vor allem dem Bürgermeister Hermann Thielbeck zuzuschreiben, der nach außen noch vielleicht eine neutrale Figur mimt, längst jedoch von der Sache der Wiedertäufer eingenommen ist. Es folgten somit Verhandlungen und am 11. Februar wurde eine Art Vertrag geschlossen, der den Täufern die Ausübung ihrer Konfession erlaubte, solange diese im Gegenzug nicht mehr gegen die Obrigkeit der Stadt aufbegehrten. Die Verlierer dieses Vorgangs waren letztendlich die Lutheraner, die eigentlichen Reformer. Denn die Wiedertäufer waren an diesem Punkt nicht nur eine starke Konkurrenz, wenn es darum ging, neue Anhänger zu rekrutieren. Sie hatten einfach ein schärferes Profil. Verglichen mit ihnen wirken die Lutheraner eher piefig und etwas genügsam. Man hatte es ja in den vorangegangenen Monaten bereits gut an all den Frauen gesehen, die sich von den Anabaptisten angezogen gefühlt haben. Rottmann und Knipperdoling wussten diese Situation für sich zu nutzen. Sie hatten es durch einen waghalsigen Aktionismus geschafft, in der Stadt Münster das Wiedertäufertum legal zu machen, und so nutzten sie ihre Stunde und starteten einen Aufruf an all ihre Glaubensbrüder, die in benachbarten Städten des Münsterlandes noch immer mit Verfolgung zu kämpfen hatten. Schon bald strömten sie alle in die Stadt, einzelne Wiedertäufer und auch ganze Familien mit ihrem Hab und Gut. Bernd Krechting, ein Pastor, und sein Bruder Heinrich, der ein Gograf, also ein lokaler Richter in Schöppingen war, ein weiterer Pastor namens Regewart, sie alle werden bald hohe Ämter bekleiden, im neuen Jerusalem, dem Reich der Apokalypse. Mitte Februar trifft dann endlich Jan Matthes in Begleitung von Düwertchen und weiteren Wiedertäufern ein. Knipperdolings Haus ist zu diesem Zeitpunkt das Hauptquartier der Bewegung und ein Versammlungsort, der nicht mehr als geheim behandelt werden muss.
Ich vermute mal, um auch etwas zu spekulieren, dass die münsteranischen Wiedertäufer sich darüber im Klaren waren, dass der Aufwind, den sie nun genossen, von kurzer Dauer sein konnte. Sie hatten in den vorangegangenen 10 Jahren viel Boden gewonnen und hatten Rückhalt in der Bevölkerung. Doch auch wenn es ihnen letztendlich gelingen würde, die Stadt zu übernehmen, etwas, woran sie wohl alle geglaubt haben, war es eine andere Geschichte, diese Stadt zu halten. Es bestand kein Zweifel, dass die Landes- und Kirchenfürsten da nicht einfach nur zusehen würden. Jegliche Nabelschnur zu den evangelikalen oder lutheranischen Kräften war durchtrennt. Es bestand sicherlich kein Zweifel daran, dass man kommen würde, um ihnen die Stadt wieder wegzunehmen. Somit galt es, sich auf den Krieg vorzubereiten. Man wollte stark sein und paar Haudegen aus Amsterdam kam da gerade richtig. Dies ist aber ein umstrittenes Thema. Durch die Jahrhunderte hat man sich oft die Frage gestellt, warum ausgerechnet Münster? Aus der Sicht der Niederländer ist diese Entscheidung leichter nachvollziehbar. Im Winter 1933 muss Jan Matthijs klar gewesen sein, dass Amsterdam als das neue Jerusalem nicht funktionieren würde. Ähnlich wie auch Melchior Hoffmann erkennen musste, dass Straßburg nicht als die Hauptstadt eines neuen Täuferreiches geeignet war. Jan van Leyden kannte Rothmann und Knipperdolling und Berichte über die aufgeheizte Situation in Münster, aber auch die dort errungenen Teilerfolge waren den Niederländern zu Ohren gekommen. Die Motivation aus der Sicht der Münsteraner zu erkennen, ist da schon deutlich schwieriger. Wie eine ehrenfeste Bischofsstadt wie Münster einen so waghalsigen Flirt mit revolutionären Fanatikern eingehen konnte, hat viele Köpfe beschäftigt. Und zu oft hatte man sich für die polarisierte und sichtlich verkürzte Erklärung entschieden. Man hat den Volkscharakter von Westfalen in Frage gestellt und sich mit dieser Erklärung abgefunden. Die Leute in der Gegend sind halt so unzuverlässig, mittelmäßige Christen und nicht ganz die hellsten. Voltaire schreibt im Candide, Westfalen sei das Konzentrat menschlicher Dummheit. Und auch die berüchtigten Dunkelmännerbriefe, eine Art Hoax-Satire der Renaissance, sparen nicht mit Spott über den Geist dieser Region. Es gab somit immer wieder Bemühungen, die Seilschaft zwischen den holländischen Anabaptisten und den Bürgern von Münster so zu deuten, als dass die Münsteraner einfach dazu prädestiniert waren, den Fanatikern aus Amsterdam auf den Leim zu gehen. Solche Bewertungen sind unhistorisch und anekdotenhaft. Und es ist wichtig, dass wir uns von solchen Überlegungen freimachen. Das ist derselbe Unsinn, den heute die Leute betreiben, wenn sie nach Sachsen blicken. 10.000 Leute treffen sich zu Kundgebungen und schon sieht man sich im Westen in einem Gesamturteil über 4 Millionen Sachsen gefestigt. Warum kann man sie denn nicht aus der Bundesrepublik ausgliedern, lese ich da manchmal in Facebook. Karl-Heinz Kirchhoff, ein außerordentlicher Kenner der Anabaptistengeschichte, schreibt hierzu, Täufergemeinden gab es Anfang 1534 auch in anderen niederdeutschen Städten, deren geistige und materielle Struktur sich kaum von der Münsters unterschied. Zudem darf eine gewisse Bereitschaft zu religiöser Inbrunst und Ekstase, aber auch zu exzessiven und leidenschaftlichen Lebensäußerungen allgemein bei den Menschen des Mittelalters vorausgesetzt werden, deren Erlebnis und Glaubensfähigkeit ja noch nicht durch die Ernüchterungen des Rationalismus beeinträchtigt waren. Die Antwort auf die Frage, warum nur die Täufergemeinde in Münster das utopische Unterfangen auf sich nehmen konnte, das Reich Christi auf Erden vorzubereiten, liegt meines Erachtens darin, dass in Münster im Februar 1534 eine Situation entstanden war, in der sich städtisches Freiheitsstreben und bürgerlicher Widerstandsgeist mit täuferischer Endzeithoffnung verbündeten. Denn als am 9. und 10. Februar ein Bürgerkrieg zwischen Täufern und Nichtgetauften auszubrechen drohte, und das Eingreifen der Landesherren zu erwarten war, stand der in seiner Mehrheit lutherische Rat vor einer schweren Entscheidung. Sollte man den sich bedroht fühlenden religiösen Gegner mit Hilfe des Bischofs angreifen und damit die Freiheit der Stadt aufs Spiel setzen? Oder sollte man zusammen mit den Täufern, die sich und das neue Jerusalem verteidigen wollten, die Freiheit der Stadt gegen die Landesherren bewahren? In dieser Situation konnte es für den Rat einer mittelalterlichen Stadt nur eine Entscheidung geben. Wenn der Feind vor den Toren steht, muss der Bruderzwist beigelegt werden. Dies ist also keine eindeutige Situation, die mit schwarz-weißer Farbe gemalt werden kann. Bei der Betrachtung der Motive hinter der Entstehung des Wiedertäuferreiches von Münster ist man eben gefordert, nicht in einen allzu einseitigen Blickwinkel zu geraten. Und damit schließe ich an dieser Stelle und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Ich habe den Verdacht, dass es um Sex gehen wird. Somit sage ich, sei neugierig, lies Bücher, und lasse dich nicht polarisieren.